herzliches Willkommen zu dieser Achterbahn auf die Tode, die erst nicht funktioniert hat. Hier sehen Sie im langsamen Tempo mit springenden Headcrabs eine Achterbahnfahrerin. Bam, geht kaputt. Kann ich da jetzt eigentlich drauf, ohne zu sterben? Tatsache. Weil das da ist mir deutlich zu langsam. Hier ist Gornak. Ich werde aber trotzdem auf meinen Wagen warten. Oh Gott. Wenn ich jetzt aufspringen werde. Was nicht funktioniert. Weil die Strecke endet. Not? Ach so, doch. Okay, hier wäre ich hier nicht angekommen. Ich soll nicht gegen das Vieh kämpfen, weil ich genau weiß, das bringt nichts. Das bringt nämlich nichts, gegen diesen fetten Gornak zu kämpfen. Das, was er elektrisiert. Danke. Hey, du bist tot. Danke. So, was machen wir jetzt? Wir können auf jeden Fall langlaufen. Die Frage ist halt nur, ob uns das was bringt. Nein, nicht sterben. Nicht sterben. Wie schaffe ich das eigentlich ins Wasser zu laufen? Keine Ahnung. Hilfe! Alter, ich kann hier nicht mal hoch. Das heißt, ich muss wohl übel auf die andere Seite, so oder so. Aber wie? Wie komme ich hier bitte auf die andere Seite? Ich werde den Schaden jetzt leider hinnehmen müssen. Aber hier ist Heilung. Perfekt. Das Schwanvieh ist mir allerdings auch zu langsam. Aber ist wahrscheinlich notwendig, so wie ich mich hier gerade sehe. So hoffnungslos. Einmal versuch's noch. Oh Gott, das war so knapp. Wir gucken, ob sowas bringt. Na komm jetzt, geh doch rum, du Idiot. Freeman. Okay. Ich bleib beim Schwan. Ich bin nicht mehr fähig genug, da richtig lang zu laufen. Well, shit. Vielleicht muss ich das auch gar nicht. Das ist nicht gut. Das ist ebenso wenig gut. Tschüss. Kann ich euch das ernsthaft freilassen? Nein, kann ich nicht. Die Armen. Tschüss. Noch mehr Tschüss. Even more Tschüss. Kann ich hier bitte weg? Kann ich hier bitte ganz, ganz schnell weg? Bitte so schnell wie möglich. Ich stacke. Danke. Dazu warst du nicht selber fähig. Warum ist aus dem fucking Mülleimer ein... Aus dem fucking Mülleimer ist ein Zombie gekommen. Gott, was geht hier gerade ab, Alter? Oh, das Foto ist draußen. Oh, nee. Oh, Gott. Rest in peace. Ja.
Wir können hier raus. I know. I told you that the intrepid Mr. Freeman will collect all three Telnots into one place. Yes, he'd better. Mr. Giusatelli's had to tell you that he's paying good money for these damn months. Don't ever tell me my business again. I've told you everything is under control. Of course, if something were to happen to the satellite. But of course it would take a powerful weapon to destroy it. Wir sind zurück in einem Karton. Alles klar. Okay. Ey, Anna, es musste funktionieren. Wegen dem Fingerabdruck auf seinem Dingens aufgeregt. Hier gibt es nichts zu holen. Oh Leute, da fliegt was. Alter, ich kann mit der Waffe nicht zoomen, ne? Dadurch werde ich ernsthaft eine Granate dahin geben. Ach, egal. Was eine Brühe. Ich höre Maschinen näher kommen. Die wurde angegriffen von einer Made. Never ever. Fuck you all. Endlich. Sagen wir eigentlich so viele Revolverschüsse. Was? Niemals. Nice. Oh,
Klingt nicht gut. Öffne mal alle Türen. Wir sind auf dem Dach. Da können wir nicht raus. Die Türen schließen sich wieder automatisch, okay. Das brauchen wir nicht. Well, that ist schlechtes Lightning. Das hat uns nichts gebracht. Der hat sich einfach eine Zeit selber in die Luft gejagt. Welch schlauer Typ. Danke, dass du selber damit beschäftigt warst, eine Granate abzuschießen, anstatt einfach mit der Maschinengewehr auf mich zu ballern, wie es einfach jeder machen würde. Und warum kriege ich so viele Raketen, die ich noch nicht einzusetzen zu gebrauchen tue? Oh lol. Das sind die Heilungsstationen. Das ist ja cool. Muss ich mal darauf achten, dass keine standardmäßigen Heilungsstationen gibt, die nicht mal mein Leben voll macht. Das heißt, die sind schwächer. Irgendwas ist kaputt mit meinem Skript. Easy. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. Ja, Schrotflinte. Die werfen ja weit. Wie schnell die immer setzen, ne? Macht mir alles kaputt. Können wir nicht durch? Ja, ich glaube, der ganze Raum ist ziemlich pointless. Besides, seit das hier ist der Health Station. Mein Hals ist nämlich trocken. Ich werde nach der Aufnahme hier aufhören, wir haben 1:35 Uhr. Wir sind im neuen Bereich, den wir nächste Folge erkunden. Ich werde mich jetzt ins Bett legen, weil ich ultra müde bin. Ich habe gerade 4-5 Folgen aufgenommen. Naja, ne? Bewertet die Folge, hofft auf die nächste, enjoyed, auf Wiedersehen und ciao.